So, hallihallo, willkommen zurück. Ich habe jetzt gerade hier einfach mal noch aus Versehen, ohne die Aufnahme zu starten, Rom angegriffen, automatisch, hat geklappt. Wir haben jetzt hier gewonnen. So wie es aussieht. Ja. Ganz genau, und dann werden wir mal. Ich erwarte weiter. So, Feierlichkeiten, bla bla bla. Kampfplatz des Mars werden wir bauen. Neapolis auch. Ich erwarte eure Befehle. Ja. Zu euren Dienst. Kommandant? So, jetzt werde ich erstmal hier Truppen ausheben. Geht noch nicht. Das dauert noch exakt 2 Runden. Zu euren Dienst. Anheuern geht auch nicht. Ich werde mal hier rüber rennen und nach so Armeen Ausschau halten, mal Schnell und gucken. lautlos, ein Schatten unter Schatten. Wo ist die wahrscheinlich auch? Wunden vergiftet, Feind genau. an etwas Unfug. Das mache ich mal so. Was? Nicht geschafft? Lappending, ey. Wie kann ich euch denn sagen? In diesem Fenster seht ihr Informationen zu einem Charakter eurer Fraktion. Aufgelistet werden Name, Position auf der Karte. So, das passt jetzt gut. Jetzt haben wir da plus 5 auf geheime Aktion oder was das war. Genau, das. Was ihr. Cornelius Scipio Asina. Welcher von denen ist das? Ich erwarte eure Befehle. Zu Oder eurem hier? Dienst. Plus 1 Hingabe. Autorität. Beenden die Runde. Und dann in der darauffolgenden Runde haben wir dann auch endlich die Legionäre freigeschaltet. Ich hoffe, dieses blöde Desertierproblem kommt nicht mehr, weil für mich war das auch völlig unlogisch, weil ich ja so viel Geld habe. Ich verstehe es nicht. Vielleicht hat das noch irgendwas mit dem Senat zu tun, dass sie da irgendwas unterstützen oder nicht unterstützen, aber ich habe da ja auch die Mehrheit, also. Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Nun ja. Zwanzig Stunden später. Steuerung F, So, um das Spiel Pontos zwischendurch zu wurde schweigen. vernichtet. Die öffentliche Ordnung. Wie kann ich denn die öffentliche Ordnung herstellen? Verbessern. Ah, ich verstehe gar nichts mehr. Nun ja, dauert immer noch eine Runde.
Und wir können immer nichts ausbauen. Alter Schwede. Ich drücke immer auf die falsche Taste. Ich will hier drauf. Und zwar... Steuerarbeit. Das ist alles schwierig hier irgendwie zu handhaben momentan. Mit dem Geld und... Jetzt habe ich... Koordination umfasst mehr als Bündnisse. Von Reichtum und Macht. Und wir lieben Gold. Tja, dann halt nicht. Ich bezahle doch nicht dafür, dass die mich nicht angreifen. Bis die bei mir hier reingeeiert sind, habe ich mir wieder eine normale Armee und kann mich gut verteidigen. Ein edler Tod. Bei mir schon wieder irgendjemand verreckt. Gibt's ja nicht. Also, was soll die jetzt wieder? Nein, ich bezahle kein Geld dafür. So, endlich. Endlich. Wir bauen das Haus der... So. Ich erwarte eure Befehle. Legionäre können wir ausbilden. Bereit zum Kampf. Das werde ich auch direkt hier machen. Kommandant. So. Ich brauche Truppen und nochmals Truppen. Legionäre und Veteranenlegionäre. Dann bauen wir hier die Manipel-Kaserne. Und hier genauso. Ja, sehr gut. Ich frage mich, warum meine Fraktion eigentlich nicht aufsteigt. Was ist da los? Ach so, okay. Wir bräuchten dann noch so einen Streiteragent. Streiter sind heldenhafte Krieger und Experten militärischer Angelegenheiten. Sie können über das Agent-Rekrutieren-Feld rekrutiert werden, wenn eine Siedlung ausgewählt ist und die militärischen Technologien erforscht wurden. Streiter sind anfällig für Würdenträger und besonders effektiv gegen... Was macht er? Der Haushalt eines Charakters besteht aus... Weiß man nicht so genau, was der kann. Ich bin der Held Roms! Ja, das bewagen wir auch gar nicht zu bezweifeln. Ja,
Allerdings ist alles hier gerade so schlecht, die ganze öffentliche Ordnung ist sowas von down, ey, bei minus 54. Ich kann auch keine Gebäude bauen, irgendwie, die das anhebt. Das ist merkwürdig, wirklich merkwürdig. Wenigstens habe ich jetzt wieder eine Truppenarmee. Das ist schon mal was. Es gibt eine Zeit, wenn Krieger ihr Schwert in die Scheide stecken und zum Wohle ihres Volkes Gespräche führen. Nö. Ich bezahle doch kein Geld für Frieden, ey, wenn ich den gleich platt mache. Also der ihre Logik. So, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich nicht auf die Uhr geguckt, jetzt weiß ich gar nicht, wie lang der Part jetzt schon ist oder wie lang der noch sein müsste. Ich glaube, ich höre dann einfach mal auf. Lieber jetzt ein bisschen kürzer als zu lange. Sonst gibt es da ja gleich hier wieder Stress. Nein, kein Stress, aber wenn es zu lange ist, dann will man es sich dann auch nicht angucken, hat auch nicht so viel Zeit. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt mal und ihr könnt dann einfach gleich im nächsten Part weiterschalten, wenn es dann schon hochgeladen ist. Und